Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es einmal um Livestreams und Live-Trading Room. Ich habe ja eine Zeit lang auf Discord alles gemacht, aber das ist von der Verwaltung her doch ein relativ großer Aufwand. Und die Streamqualität über Discord ist nicht so gut und es ist auch eher begrenzt, wie viele Leute man dann vernünftig zugucken lassen kann. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, war ich jetzt am Überlegen, ob ich Livestreaming per YouTube machen soll oder ob ich es per Twitch machen soll, was eine andere Plattform ist. Ich habe mich jetzt für Twitch entschieden, aus folgendem Grund. Über YouTube gehen oft Livestreams unter, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt einen Stream auf YouTube startet, nicht jeder hat die Glocke aktiviert und alles, dass man mitbekommt, wenn ich live gehe. Darum habe ich mich jetzt bei Twitch angemeldet. Ich schicke euch den Link, wie ihr zu meinem Twitch-Account kommt, einmal unten in die Beschreibung. Müsst ihr einfach nur anklicken, euch einmal kurz am besten anmelden auf Twitch. Geht auch ohne Anmeldung, aber wenn ihr euch halt anmeldet, kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Ihr könnt das Ganze auf jeder Plattform benutzen. Ihr könnt es auf euren Smartphone, Handy, auf euren Tablet installieren und könnt halt überall die Streams verfolgen. Das Schöne ist, die Streams werden dann auch in 1080p, Full HD, 60 FPS sein. Also wird gestochen scharfes Bild und eine schöne Bildqualität haben. Ich werde dort mehrfach die Woche ist geplant, live streamen und meine Trades zeigen. Das wird sowohl eine Mischung sein aus unkommentierten Trades, dass ich einfach nur meinen Monitor abfilme, quasi wie ich trade. Es wird aber auch einen kommentierten Tag geben oder kommentierte Tage geben, wo ich dann die ganze Zeit alles kommentiere, was ich mache. Das heißt, dort könnt ihr mir dann immer zugucken, wie ich live streame. Wird wahrscheinlich im Dezember an den Start gehen, so wie es jetzt aussieht. Wenn es sollte zeitlich passen eigentlich. Mal gucken, wie jetzt so im Dezember mit bisschen Urlaub, mit bisschen Corona. Man weiß ja alles nie, wie das so ist. Also im Dezember wird es noch nicht so viele Streams geben. Ich denke mal so 3, 4 Stück werde ich machen. Und dann ab Januar werde ich ein Schedule erstellen, also einen Plan erstellen. Das könnt ihr dann hier unter Schedule sehen. Hier werde ich dann immer eintragen, wann, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit ihr meine Streams bzw. mein Live-Trading euch ansehen könnt. Das heißt, ihr könnt immer hier dann schön auf Schedule gehen, könnt euch angucken, was ich eingetragen habe, wann Livestreams sind. Das werden jetzt nicht nur immer Streaming-Sachen sein, wo ich dann trade. Es werden auch mal wie so eine Art Webinare, Seminare sein, wo ich euch dann einfach mal Sachen erkläre. Darum, wenn ihr mir hier folgen möchtet, wenn ihr das mitkriegen möchtet, wann es losgeht, dann bitte einmal euch auf Twitch anmelden, mir folgen. Der Link, um mir zu folgen, ist in der YouTube-Beschreibung, ansonsten einfach skypetrader.de. Es gibt auch auf Twitch eine ganze Rubrik, wo es nur um Trading-Sachen geht, was ganz praktisch ist. Das gibt es auf YouTube halt so nicht. Das heißt, wenn ihr euch da mal irgendwas anderes anschauen wollt, könnt ihr da auch mal gucken. Ist jetzt noch nicht so wirklich groß. Trading auf Twitch oder Trading allgemein, Livestreams gibt es relativ wenige. Aber immerhin gibt es ein bisschen was auf Twitch und man kann ja halt die Schedule einstellen. Deswegen, das fand ich eigentlich ganz super. Also, wenn ihr mir folgen wollt, meldet euch bitte auf Twitch an, folgt mir dort und dort in Zukunft wird es dann immer Livestreams geben. Die Livestreams werden auch auf der Plattform gespeichert werden. Ob ich sie auf YouTube hochladen werde, ob sich das lohnt, vielleicht mehrere Stunden lange Videos hochzuladen, weiß ich nicht. Das schauen wir uns dann mal an. Solltet ihr irgendwelche Fragen dazu haben, Probleme haben, meldet euch, sagt Bescheid. Ich werde noch mal ein zweites Video raushauen, wenn es dann den ersten Livestream gibt. Der wird auch noch diesen Monat kommen. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Leute. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.